und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und was soll ich sagen, ich habe wieder mal einen Rudeldamper bestellt zum Umbau. Hier hinten steht einer davon. Die werden jetzt dann umgebaut und an die netten Kunden verschickt, die das bei mir bestellt haben, fahrfertig. Und als ich da im Shop war, habe ich die alle reingetan und ich bin so ein Werbeopfer. Kunden, die dies kauften, kauften auch oder weitere Empfehlungen und so. Und dann habe ich mir einen Gabelstapler mitbestellt. Ich habe ihn bei den Neuheiten schon gesehen, als er angekündigt war. Ist aber so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich habe mir gedacht, oh, voll cool. Den brauche ich. Ging dann ein bisschen unter bei mir. Ich habe dann auch nicht mehr aufgepasst. Ich war auch schon lange nicht mehr in irgendeinem Geschäft, wo Spielzeug verkauft wird, wenn ich ehrlich bin. Normal striezt sich da mal durch. Ist momentan ein bisschen schwierig. So Stadtbummel ist nicht meins aktuell. Deswegen. Und ich habe ihn auch noch nirgendwo gesehen. Und dann habe ich ihn da gesehen und habe gedacht, den bestelle ich jetzt mal gleich mit, wenn ich eh schon bestelle. Ja? Das heißt, es kam ein, beziehungsweise in dem Fall drei große Kartons. Und in einem war dieses Schätzchen eben hier versteckt. Und ich muss sagen, das Ding ist echt groß. Also, ja, ich wusste, dass er größer ist als der bisherige. Aber, dass er so groß wird, Hammer. Ja? Ich möchte euch wieder mitnehmen beim Umbau. Ich habe wieder einiges vor. Ein paar Sachen habe ich schon im Kopf. Ob die so umsetzbar sind, wer weiß. Ich habe mir gedacht, wir schauen ihn jetzt im ersten Zug mal gemeinsam an. Wir nehmen ihn mal aus der Verpackung, schauen mal die Maße an. Ich hole euch rum, dann können wir ihn vielleicht auch gleich mal aufmachen, dass wir sehen, wie ist es denn so platztechnisch innen drin gelöst. Was haben wir da so für Möglichkeiten? Ja? Und genau, so schaut er aus. Ist der Bruder Linde Stapler HT 160. Müsste ein 16-Tonnen Stapler sein. Von dem her. So, und das ist übrigens der Vorgänger. Also wenn ich die hier so hinstelle, der passt da in den Motorraum gefühlt rein. Der ist natürlich ein ganz kleiner Süßer. Mit dem hier kann man mit Sicherheit ganz schön was anstellen. Wir gucken einfach mal, was er so bietet. Ja? Ist natürlich auch eine ganz andere Generation von Modellen, muss man ganz klar sagen. Die neuen Modelle mit den Scheiben und allem drum, ich meine, das sind Display-Modelle. Ja? Kaum zu glauben, dass das eigentlich so Kinder-Sandkastenspielzeug ursprünglich mal ist und war. Die Dinger sind der Hammer. Ja? Ich würde sagen, wir schauen mal rein, was der so zu bieten hat, was alles mit dabei war. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen auch die Größen an. Wie gesagt, es ist ein Riesenteil. Wie ich ihn genau umbaue, weiß ich noch nicht. Ich habe mir so ein paar Sachen vorgestellt, die ich vielleicht machen möchte. Aber ob das dann so... Da sind so Plastikdinger unten drin. Erstmal Platz machen hier. Vielleicht fangen wir mit dem unnötigen Zubehör an. Dann haben wir das gleich hinter uns. Wir haben hier dabei, oh, eine Riesenpalette. So, also wir haben dreimal so Gitterkörbe mit dabei. Die finde ich immer ganz praktisch. Ich habe da ganz oft so Verkehrszeichen drin. Oder tatsächlich auch den Kleinkruscht von den Figuren oft. Also sprich irgendwie den Kompressor oder diesen Hammer. Hammer? Ihr wisst, was ich meine. Ist bei den Bauarbeitern mit dabei. Oft ist auch Werkzeug mit dabei. Da finde ich die Gitterboxen immer ganz nett. Passen hier ja auch auf den Gabelstapler, wenn die Gabeln richtig eingestellt sind. So. Da sind drei Stück dabei. Und wir haben eine riesige Palette. Die ist also echt groß. Ich hole mal eine andere. Das sind die normalen Paletten. Das ist die Palette. Also auch hier, die Palette passt einfach zum Stapler. Ja, ist wunderbar. Da kann man mit Sicherheit ganz viele tolle Sachen drauf laden. Ich bin nur am Überlegen. Also von denen habe ich ja unsagbar viele. Von denen habe ich halt jetzt genau eine. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da machen. Aber finden wir mit Sicherheit auch eine Lösung. Bin ich mir sicher. Wird sich was ergeben. Ansonsten bemühe ich wieder meinen Kumpel. Ihr wisst, der macht ja eh schon so Baustellen, Zubehör, wie die Gussformen und diese Absperrbänder und so weiter. Vielleicht werde ich den damit beschäftigen oder beauftragen, dass wir hier noch ein paar große, schöne Paletten mit dazu bekommen. Also, so schaut er aus. Die Türsicherung machen wir gleich weg. Da ist noch Anhängerkupplung mit dabei. Finde ich eigentlich ganz cool.
wenn die dann auch da hinten reinpasst. Moment, ich stelle mich an, aber... Ah, okay. Kann man hier hinten so einhängen. Wunderbar. Dann könnte der tatsächlich einen eigenen Hänger mitnehmen und könnte selber sich sozusagen selbst beladen. Ist auch nett. Wobei hier diese Dinger natürlich so sind, wenn ich jetzt ein bisschen durchs Gelände fahre, oft den Halt verlieren. So. Ich mache sie gleich wieder weg. Dafür waren die Gitterboxen gut. Und dann haben wir hier dieses wunderschöne Teil. Jetzt weiß ich auch nicht. Hier ist... Ah. Okay. Wir legen mal los. Fangen wir mit den Maßen an. Ich habe mir extra ein Brettchen hergelegt, dann kann ich das gleich mit aufschreiben. Also jetzt seht ihr nochmal extrem die Ausmaße. Ich habe auch mal den Sprinter mitgebracht. Der geht fast dahinter unter, oder? Seht ihr das? Also das ist schon... Ich kann auch mal auf die andere Seite stellen. Im Vergleich. Also das ist schon der Hammer. Also dieser Stapler. Und der hat Höhe. Okay, so. Ah, stellen wir den mal dahinter. So. Wo fangen wir an? Wir fangen mal mit der Länge an, oder? Also die Brudermaße könnt ihr prinzipiell alle auch natürlich auf der Seite nachschlagen. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 43 cm. Hier haben wir eine Höhe jetzt von 24,5. Und wir haben hier eine Breite maximal von 18. Das ist die Aufnahme von der Gabel hier vorne. Genau, das wären mal so die Maße. Ich räume mal hier ein bisschen auf, damit ich meinen Platz habe. Die Gesamtmaße spielen jetzt bei mir ein bisschen weniger Rolle, sondern mir geht es vor allem darum, um die Abmessungen jetzt von den Achsen, von der Hubhöhe, also sprich von den Funktionen, die ich hier habe. Denn wenn ich den zerlegt habe, kann ich manche Sachen auch nicht mehr so einfach rausmessen. Und da ist es ganz praktisch, wenn ich die natürlich jetzt schon habe. Ja? Das heißt, ich messe einmal hier meinen Achsstand. Das sind 21,5. Mein Radstand in dem Fall, oder den Achsabstand. Achsabstand 21,5 cm. Ist cool. Also was cool ist, das müsst ihr eigentlich, ja. Der hat vorne die Bruder-Zwillingsbereifung von den LKWs drauf. Und hinten die Lenkachse drin. Beziehungsweise die Vorderreifen auch vom LKW, also die ganz normalen LKW-Reifen hier. Schon mal super. Also, Achsabstand. Wir haben eine Breite vorne. Bleibt das so? Ist cool gemacht. Also, die Höhe. Okay. Wir haben hier 16,8, Breite vorne 16,8, ich sage jetzt mal mit viel Gutwill 17 cm, ist also auf jeden Fall schmäler als der LKW und als die LKW-Achsen. So, was haben wir hinten? Hinten kommen wir auf eine Breite von 15,5. So, hinten ist pendelt übrigens. Das macht auch Sinn. Hinten pendelnd. Echt ein schönes Modell. So, hinten ist die Lenkung drin. Da stehen wir aber ein bisschen über die Karosserie drüber, auf der Seite, auf der hier auch übrigens. So, dann haben wir die Höhe. Wir kommen mit unserer Gabel maximal auf. Machen wir Oberkante, oder? Dann machen wir Unterkante. Was müssten wir beim Gabelstapler? Wir machen Unterkante, 33,5.
Gabel Unterkante 33,5 cm. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz schöne Hausnummer hier, wo wir hochkommen. So, was hätten wir noch? So. Kommen wir tiefer unter Niveau? Nee. Okay, ist also gerade. So, mit auch nochmal was. Bin gerade am gucken, was hier so an Funktionen gegeben ist. War eine Anleitung mit dabei? Gebrauchshinweise. Habe ich glaube ich noch nie wirklich reingeguckt. Meistens ist es nur Werbung. Irgendwie ist es auch nur Werbung. Ach, das ist die Werbung. Und bei dem anderen steht dann dabei, nicht in den Mund stecken, nicht verschlucken und so weiter. Ja, genau. Okay, haben wir schon gesehen. Dann werden wir uns da durchfuchsen. Was mir noch wichtig ist hier, dass ich jetzt einmal die Höhe von diesem Arm hier, beziehungsweise von der Gabelhalterung oder von dem Lüft. Wie heißt das denn? Ich habe mich noch nie mit Gabelstaplern beschäftigt. Helft mir! So, wir sind jetzt hier unten bei 24,5 und wenn wir es hochfahren bei 41,5. Das heißt, wir haben hier 17 cm Weg. Okay, das ist ordentlich. Gut. Ich zeige euch das nachher alles nochmal in der Nähe. Ja, ich komme nachher gleich hoch. Wir haben hier einen Drücker. Das heißt, wenn jetzt hier ist ein Schloss-Offen-Symbol. Die Frage ist, was dann offen ist. Hier geht jetzt noch nichts. Also jetzt ist die Ding hier auf jeden Fall zu. Wenn ich hier drüben drücke, auf der Seite ist bei dem ein Schloss zu und drüben ist ein Schloss offen. Ich drücke jetzt hier weiter drauf. Das heißt, jetzt kann ich den nicht mehr vor und zurück bewegen. Gucken wir mal, wenn ich den jetzt hier reindrücke. Ah, okay. Ich war einfach zu vorsichtig. Dann kann ich jetzt hier den hier nach hinten kippen, beziehungsweise nach vorne kippen. Ja, mehr nach vorne geht nicht, aber ist okay. Der rastet hier auch ein. Und dann kann ich das hier sperren. Und dann bleibt der genau da, wo er ist. Das finde ich gut. Finde ich toll. Also nicht, dass ich es jetzt im Modell bräuchte, wenn ich es umbaue. Ich glaube nicht, dass ich dann da hinlaufe und da drauf drücke. Aber ich finde die Funktion gut, denn es ist ja an sich immer noch ein Kinderspielzeug. So. Wir ziehen den mal ganz raus. Und jetzt habe ich hier oben nochmal eins. Da ist auch ein Schloss offen und ein Schloss zu. Das heißt, ich fahre jetzt hier mal hoch. Und jetzt kann ich das darüber drücken. Ah, okay. Und dann arretiert es mir hier die Gabel. So. Ja, hier nochmal offen. Wenn ich jetzt hier zumache, ist das fest. Und das fest. Und dann kann da gar nichts mehr passieren. Dann kann ich das hier aufmachen. Wenn ich hier hoch und runter fahren, kann das wieder rein. Das finde ich toll. Finde ich richtig gut. So, rein, zumachen, alles fest. Jetzt kann ich damit über die Baustelle wubbeln. Er ist einfach nur groß. Er ist einfach nur groß. So, Kabine wunderbar. Wir können hier die Tür aufmachen. Oder wir können beide sogar aufmachen. Alles wunderbar. Schöne Spiegel. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Hier hinten, das hier können wir nicht aufmachen. Das bietet sich so ein bisschen an als Batterieklappe später mal. Dann müssen wir gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Das wäre natürlich gigantisch. Einfach hier oder so aufmachen, fertig. Genau. Schauen wir unten drin noch. Ja, schöne Bodenplatte. Also es ist an sich eine ganz tolle Sache. Man muss gar nicht so viel machen.
Ich habe so ein paar Sachen, die mir auf jeden Fall wichtig sind. Ist einmal hinten, dass das pendelnd drin bleibt. Dann, dass wir natürlich den maximalen Lenkeinschlag hier beibehalten. Sehe ich jetzt hier kein Problem. Und dann will ich auf jeden Fall, dass er sehr feinfühlig zu fahren ist. Das heißt, einmal langsam in Motoren rein. Er muss aber die Kraft haben, weil es ist halt doch ein echt großes Modell, wo hier voll beladen wird. Das heißt, hinten wird er sehr schwer gemacht, damit ich hier einfach auch den Gegendruck habe, wenn ich was lade. Und sehr feinfühlige Motoren. Und da werde ich vielleicht diesen großen Fahrregler nehmen von modellbauregler.de. Denn der hat einmal diese Bremsfunktion und der hat wahnsinnig viele Tastpunkte. Den kannst du wirklich fahren. Das ist so weich. Das ist der Hammer. Also ich habe ihn ja schon öfters mal verbaut in LKWs und auch in den Dumper. Also das ist so ein Unterschied zum Fahren, kann ich euch nur sagen. Er kostet echt Geld, keine Frage. Aber das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich, das ist Fahrgefühl. Ja, und bei so einem Gabelstapler, glaube ich, da lohnt sich das auch wirklich zu investieren in das Fahrgefühl, denn ich will ja ganz ganz sanft irgendwo auch hinfahren können und was aufnehmen bzw. was abladen können. Von dem her, das mal so der Grundgedanke, wie ich hier den Hub mache, weiß ich noch nicht genau. Wir haben hier eine Umlenkung über die Seile. Es gibt ja schon den hier, glaube ich. Den gibt es, glaube ich, in 1 zu 12, 1 zu 14 oder sowas. Ist auf jeden Fall deutlich größer als der hier. Und der hat das hydraulisch gelöst mit so Umlenkketten mit drin. Sah auch sehr gut aus. Ob ich das jetzt hier verwenden würde oder ob ich das mache, weiß ich nicht. Soweit bin ich noch nicht. Auch wie ich das Kippen realisiere, was er ja auf jeden Fall haben muss, müssen wir einfach mal schauen. Wie gesagt, er soll sehr sanft fahren, er soll auch das Heben und Senken sehr sanft anfahren können und sehr sanft machen können. Deswegen, da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das alles hinbringen. Und vor allem auch platztechnisch. Es schaut momentan so aus, als hätten wir hier wirklich dieses ganze Teil hier an Platz. Bis auf da, wo die Reifen einfach sind. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir hier relativ gute Karten. Ich hoffe es einfach mal. Aber das hoffe ich ja immer. Und dann mache ich ihn auf und dann kommt dieser ganze Wulst, der da rein muss und am Ende ist dann doch wieder eine enge Geschichte. Ja? Ich komme jetzt nochmal zu euch hin, dann können wir nochmal im Genauen anschauen. Habe ich eigentlich jetzt alles ausgemossen? Ja, passt eigentlich Höhe, Breite, das haben wir alles. Und dann schauen wir uns ihn einmal im Genauen an. Ich komme einmal zu euch rum. Also das heißt hier, habe ich schon gesagt, hier haben wir diese Seilumlenkung. Und wenn ich hier hochgehe, im Endeffekt ziehe ich nicht die Gabel hoch, sondern wenn ich den hier hochziehe, dann geht die Gabel automatisch mit. Und zwar im Verhältnis, dürfte dann, ja, Verhältnis ist 2 zu 1. Das heißt, ich gehe den doppelten Weg nach oben, wenn ich das so richtig überrissen habe durch diese Seilumlenkung. Tolle Sache. Hier ist diese Sperre, die ich angesprochen habe. Das heißt, hier kann ich es arretieren, kann es hier festmachen, dann ist es fest. Wie gesagt, spielt für mich jetzt an sich keine Rolle. Das gleiche hier sind diese Knöpfe. Jetzt ist es offen. Jetzt kann ich das hier nach vorne ratschen, normalerweise. Wenn es will. Jetzt da. Ah, so. Genau. Wenn ich drauf drücke, wenn ich auf der Seite drücke, ist es natürlich gesperrt. Wenn ich auf der anderen Seite drücke, ist es offen. Also, wir drücken nochmal auf. Dann kann ich den hier, dieses Stück, eben bewegen. Ja? So. Die Türen hatte ich ja schon angesprochen. Genau, wir haben also hier ein wunderbares Cockpit. So sieht es von oben aus. Ist also Glasdach. Und gehen wir mal hier hinten. Hier hinten kann man eben dieses, nicht Zugmaul, sondern die Anhängerkupplung einhängen. Das hier ist alles fest, soweit ich das überrissen habe. Das hier ist der Poppel zum Lenken. Und so sieht das ganze Ding auf der anderen Seite aus. Genau wie auf der anderen. Ja. Ich drehe es gerade mal um, dann seht ihr es. Wir haben also jetzt hier die Lenkachse drin, pendelt hier schön. Und wir haben hier vorne die vordere Achse, die ist starr. Also die wackelt nur das, was einfach die Welle in dem Plastik wackelt. Und das hier müssten die Zwillingsreifen vom LKW sein. Und das hier sind die Vorderreifen von den LKWs. Und von dem her haben wir eigentlich schon mal ziemlich guten Start.
Und dann müssen wir jetzt einfach mal schauen, was wir daraus machen. Und nachdem wir jetzt eigentlich die Sachen soweit alles mal durchgeguckt haben, machen wir noch gleich mal auf. Ich drehe euch mal schnell rum und dann schauen wir mal ins Innere, wie viel Platz wir da wirklich haben. Gut, dann legen wir auch schon los. Schauen wir mal, wo wir am besten anfangen, wo wir am besten reingreitschen können. Ich habe noch nicht geguckt, hier sind lauter Löchlein drin. Wo wir da hinkommen, weiß ich allerdings nicht. Ansonsten sehe ich leider Gottes nicht viel. Ich sehe, dass wir hier hinten die Achse, glaube ich, aushängen können. Aber das, das wird, glaube ich, spannend hier. Ich sehe nämlich wirklich so gut wie gar keine Clipser hier unten. Da ist einer drin. Von der Frontachse, die ist aber von oben, glaube ich, aufgesetzt. Weil das hier ist alles ein Teil. Das ist alles ein Teil. Jetzt schauen wir mal, dass wir mal dieses Lenkding gerade hier wegbekommen.
So, wie ihr seht, war es ein enormer Kampf. Es sind 1000 Clips. Ich glaube, das ist neben dem Sprinter wirklich das schlimmste Modell bisher gewesen. Oder der Dodge Ram, der war auch. Aber hier waren tatsächlich so viele versteckte Clips drin. Wir haben die hier zum Beispiel. Die gehen hier oben durch. Und jetzt ist es so, dass man von hinten nicht rankommt. Das heißt, ich müsste eigentlich von der Seite hier, also von vorne irgendwo hinkommen. Jetzt sind die aber unter allem da unten drin. Also das sind Clips, die erreiche ich erst, wenn das Modell ganz offen ist. Die habe ich von außen erreicht, die haben mir aber eigentlich nicht weitergeholfen. Das Einzige, was wirklich jetzt weitergeholfen hat, waren diese Seitenteile. Denn das Modell ist tatsächlich wieder so aufgebaut, wenn das alles zusammen ist, sind die hier von außen drauf geklickt. Und die schließen dann sozusagen den Rahmen ein. Das heißt, die gehen hier oben drüber und unten drüber. Das heißt, ich kann es nicht mehr auseinandernehmen. Von dem her, ja, ist echt tricky. Ihr habt gesehen, ich habe hier so eine kleine Metallsägeblatt hier vorne abgezwickt. Denn hier oben kommt von der Kabine kommen hier zwei Stifte runter, die tatsächlich dann verhindern, dass ich das hier rausnehme. Das heißt, das wird wirklich so zusammen, das hier drauf, Klicks, dicht, da geht nichts mehr. Und ihr habt gesehen, jetzt ganz am Ende, dieses Teil hier, ist auch hier oben nochmal eingeklickt. Und dieses Teil, diese Dinger erreiche ich nirgends, also von keiner Stelle aus, wenn ich jetzt hier durchgehe. Aber selbst da ist das Loch so klein, dass ich da nicht so rüberkomme, glaube ich. Ja, da müsste ich hier in den Rahmen irgendwie rein. Also was mich jetzt gerettet hat, waren so ein bisschen die Haken hier. Ich glaube, das ist eine Sonde oder sowas. Das ist übrigens Zahnarztbesteck, falls hier das einer fragt. Die sind relativ fest und da kann man auch mal sozusagen reingreifen und was weghebeln. Das war jetzt hier das Problem. Diese Seiten hier haben hier unten nochmal so eine Nase. Und hier kommt ja dieses Gegenstück. Und man muss ja immer diese Gegenstücke weghebeln, damit das Ganze zurückkommt. Gell? Und das hat mich jetzt hier so ein bisschen gerettet. Aber ansonsten ist echt Hammer. Genau. So umgehört es, weil ich vorhin falsch gezeigt habe. So. Wir sehen, wir haben eine wunderbare Bodenplatte. Also das gefällt mir an sich schon mal sehr gut. Das heißt, das gibt im Endeffekt dann auch den Platz vor, den ich benutzen kann. Und hier oben werde ich schauen, dass wir eben das so machen, dass wir hier eine Klappe haben. Das werden wir vielleicht auftrennen und ein Scharnier einbauen oder ähnliches. Oder wir machen das so, dass man das bloß draufsetzen kann, ohne dass es wieder einklickst. Das ist schon mal das eine. Und dann habe ich mir jetzt, also es ist wirklich gefettet hier. Vielleicht seht ihr, dass das glänzt hier auch richtig. Da haben die echt irgendwann ein Fett oder irgendwas hin. Ach übrigens, einer der letzten Clips von Rosen, den ich tatsächlich nicht gesehen habe, ist hier in diesem Zugmaul drin. Oder halt in diesem, ist das ein Zugmaul? Ist da das Ding drüber? Nee. Ja. Also hier unten drin, links und rechts, ihr seht hier die Clips, die zur Seite drücken. Dann konnte ich es jetzt rausheben. Das war jetzt das letzte Teil, aber es ist tatsächlich richtig herb zum Auseinanderbauen. Also, Wahnsinn! Wahnsinn! Dafür war es nicht gedacht. Ich habe mir tatsächlich gedacht, ich will vielleicht oder ich werde vielleicht die Hinterachse gar nicht angetrieben machen. Und ich stecke die jetzt kurz mal hier wieder rein. Also die war ja das Einfachste von allem. So. Und dann habe ich mir gedacht, wir haben jetzt hier wunderbar die Lenkachse. Und eigentlich könnte ich hier perfekt schon den Servo drauf bauen. Also dann wäre das Ganze soweit schon mal fertig geplant. Können wir hier ein Servo nehmen. Wo wir da so grob liegen, dass wir mal so ein bisschen den Gedankengang haben, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, hier nach oben habe ich dann vor, eben den Akku reinzusetzen. Ja. Könnte fast gehen. Vielleicht andersrum, oder? Kann man so irgendwie einbauen? Wäre doch eigentlich eine ganz coole Geschichte. Können wir gut durchschrauben. Also den Gedanken halten wir uns auf jeden Fall mal fest, dass wir hier den Servo direkt einbauen und die Hinterachse nicht angetrieben machen. Es wird kein Geländemodell. Das ist sowieso. Ja, also das ist etwas,
Die sind auch sonst nicht irgendwo im Gelände unterwegs, sondern die sind ja im Endeffekt auch in irgendwelchen Umschlagshäfen oder in Lagerhallen vielleicht oder sowas. Also ich meine, das ist ein 16-Tonnen-Gabelstapler, der vermutlich irgendwelche Container oder ähnliches hoch und runter schiebt oder beziehungsweise lädt. Deswegen habe ich ja jetzt keinen Schmerz. Pendeln muss er, das ist so oder so, weil nicht alles ist immer eben. Aber ich glaube, die Lenkachse ist ganz gut. Hier vorne schauen wir mal rein, dass wir hier die Antriebsachse einbauen. Das könnten wir auch gut hinbekommen. Wie gesagt, das sind die Zwillingsreifen. Und dann schauen wir hier einfach, dass wir die hier so hinbekommen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Plan. Denn hier an diesen Punkten können wir noch nicht viel verändern. Das heißt, da werde ich jetzt eigentlich als nächstes aufgreifen, werde aber auch gleich mal gucken, was wir hier an Platz haben und wie gesagt, wie wir das Ganze mit diesem Lüft hier designen, dass das Ganze so geschmeidig wie möglich geht. Ich habe gar nicht so die Befürchtung, weil ich glaube, die sind hier relativ fest und auch starr. Ich glaube, die Seile halten schon mehr aus. Ich meine, wir sind im Modellbau. Ob ich jetzt da wirklich Ketten hinmachen müsste oder ob das mit den Seilen nach wie vor... Ich glaube, die Seile wären jetzt gar nicht so ohne. Ja, also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich so viel da drauf packen kann oder möchte, dass es gleich hier dieses Seilzugsystem hier komplett zerdeppert. Also von dem her, da müssen wir einfach mal gucken, wie wir das da am geschicktesten lösen. Ich hätte da schon ein paar Ideen. Wirklich. Ah, da kommt noch was. Okay, also soweit, so gut. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch natürlich mit meinen Gedankengängen mit und dann schauen wir mal, dass wir den vielleicht schon mal soweit zumindest fahren lassen können. Und dann sehen, was wir noch an Platz haben für den Rest. Wie gesagt, wie wir das hier umsetzen, ob wir das mit einer Spindel machen oder ähnlichem. Oder eben ein Seilzug oder was weiß ich. Das sehen wir dann. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dann.